So, herzlich willkommen zurück zu Kleckerhero, Folge 14. Diesmal war ich auch fleißig. Ja. Und schon fängt direkt der Rechner an, wieder aufzuheulen. Es ist so unendlich warm. So, ja. Was ist passiert? Ah. Ja. Natürlich wieder einer direkt kopiert. Die Goldquest ist. Ja, ich weiß gar nicht warum. Ich hatte nicht. Also, wir hatten ja zwei und natürlich ist einer gestorben, ganz klar. So, bevor ich hier anfange rumzulabern, machen wir direkt eine Ascension. Mal gucken. Achso, ich hätte doch erstmal was kaufen können, hab ich nur Bescheid. Wie sieht's denn aus? Oh doch, wir hätten locker was kaufen können. Da kommt ihr nochmal weg. Ja doch, das sollte ein bisschen klappen. Beziehungsweise können wir einfach die Autoklicker aufhalten. So, genau, was ich sagen wollte. Genau, die beiden waren fertig. Nein, die beiden waren auf Mission. Und der eine war fertig mit die Typen holen. Und der andere ist, wie man sieht, gestorben. Das Witzige ist, ich hatte ja quasi denn ihn und noch einen, weil er fertig war. Aber ich konnte ihn nicht auf eine zweite Mission schicken, um noch einen zu holen. Ja, hier. Ist keiner mehr verfügbar. Kann man nur noch drei haben oder kann man nur noch gleichzeitig eine Mission machen mit neuen Typen holen? Oder wie läuft das? Weil irgendwie, ja, fehlt ja noch zwei Stück. Ich meine, wie gesagt, wir können jetzt natürlich dafür hier irgendwelche anderen Missionen machen, aber da weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Ja. Na gut, der ist auf jeden Fall krepiert. Ruhe und Frieden, mal wieder. Die Technik ist auch nicht mehr das, was immer war. So, können wir erstmal hier wieder ein bisschen warten mit den Idlen, ne? Wir haben jetzt mittlerweile 1E8, also wieder mehr als das Zehnfache. Ich weiß gar nicht. Na, oh, Alter. Ich will immer hierauf klicken und dann darauf klicken, was natürlich absolut Katastrophe ist. So, hier wollte ich hin. Da hatten wir ungefähr 1, genau das Zehnfache. Und hier haben wir auch schon mehr als das Zehnfache. Das heißt, wir sind eigentlich relativ gut, was das angeht. Sehr schön. Ja, hier hat sich natürlich nichts geändert, klar. Einzige, was ich natürlich gekauft hatte, sind hier, ne, hier habe ich weitere Levels gekauft und bei ihm habe ich weitere Levels gekauft, ansonsten habe ich auch nichts gemacht. Was auch. Alles andere bringt ja nichts. Wobei wir mittlerweile fast gucken könnten, ich glaube mal mittlerweile, ich weiß nicht, ist immer noch. Ja, es ist immer noch fast die Hälfte, ne? Von daher. Spätestens wenn das nächste Mal 25 Level kommt, ist er wieder über der Hälfte. Also, ich glaube, wir werden noch eine ganze Weile lang bei so Masked Samurai bleiben. Der Typ ist einfach relativ gut. Denke ich einfach mal. Ja, wir sind jetzt mittlerweile komplett aus der Endcircle-Phase raus. Ich würde gerne mal probieren, wie sieht's aus, wenn wir jetzt hier einfach mal. Ach so, na, geht ja gar nicht. Wir haben ja gar keine Engines mehr für aktiv spielen. Na. Okay, gut, dann machen wir direkt Ascension. Sehr schön. Hätten wir das auch hinter uns? Bum, 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 bum. Ungefähr so. So. Dann wollen wir erstmal. Gut, da kann ich erstmal hier ein bisschen machen. So, hier. Wait. Haben wir. Ah, genau, da habe ich heute früh schon versucht, ihn zu kämpfen. Hat nicht ganz so geklappt. Das heißt, den schaffen wir wahrscheinlich nicht. Das Witzige ist ja bei diesem komischen neuen Raid-System, das ist ja so, dass wenn man quasi den Boss nicht schafft, man in der nächsten Runde wieder ein Level zurückgeht. Ne? So, dass man quasi nie stecken bleibt. Ne? Ist ja hier bei unseren Monstern auch, das ist ja auch so, wenn du den Boss verloren hast, wirst du auch wieder ein Level zurückgeschickt und in den Farming-Mode geschickt. Und genauso soll es denn hier quasi bei den Fischern auch sein. Weil alle, die Schaden gemacht haben können, haben schon Schaden gemacht. Von daher. Genau.
Wüsste ich nicht, wer noch dem hier den Schaden zuteilen soll, weil die einzigen, die noch da sind, ist das ist ein inaktives Konto und das. Nee, das. Genau, das ist auch ein inaktives Konto gerade. Gut, ich könnte natürlich mein Tablet einschalten und darüber auch nochmal reingehen. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Gut, das mache ich einfach mal. Einfach because. Ach, ich muss erstmal einschalten. Scheiß die Wand an. Moderne Technik. So, genau. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Oh, Alter. Das sieht aber heftig hier, ne? Achso, wieso spiele ich überhaupt noch aktiv? Bitte. Wir wollen uns auch auf passiv konzentrieren. Also, ja, ich sollte vielleicht doch jemanden auswählen, der vielleicht ein bisschen DPS hat, weil DPS von 0, habe ich gehört, ist nicht gut. Also überhaupt gar nicht gut. 1, 2, 4 und der war mit 5. Alter. Klar. Sag mal, warum hängst du so? Im Hintergrund ist doch gar nichts aktiv, oder? Super ist aktiv? Nö. Das ist meine Aufnahme. Videos hochladen, aber ich glaube, ich hoffe mal nicht, dass das. Nö, die CPU. Obwohl doch irgendwas war gerade aktiv. Hier ist gerade eine ganz schöne Spitze. Da, zu sehen. Irgendwas ist im Rechner gerade übel aufgestoßen. Naja, was soll's. So, hier. Achso, siehst du, wir haben ja mittlerweile endlich mal diesen komischen Button hier. Bing! 1, 2, 3. Siehst du, mittlerweile geht's relativ gut. Mittlerweile können wir echt hier kaufen. Wie die Bekloppten. Solange wir das Geld dafür reicht. Vorausgesetzt natürlich, ne? So. Danke. Weil die können wir gleich auf 125 schicken. Das macht so hart schon voll hart Sinn und so. So, dann lassen wir hier Upgrade kaufen, gucken, wo wir noch mal nachkaufen müssten. Hier zum Beispiel und da zum Beispiel. Danke und da. Hallo, danke. Betty Klick ist damit schon mal vollständig. Sehr schön. Gar nicht mal so schlecht. Sehr gut. Einen Fisch haben wir auch schon. Achso, ich sehe, wir haben auch neue Guilds, die wir natürlich direkt hier einpflegen können. Das heißt, erstmal wieder alles auf Mars Samurai. Da haben wir 207. Das heißt, wir können gut 100 Stück erstmal hier auf Frostleaf schicken. Oder bleiben wir einfach direkt bei The Mars Samurai? Oder bei Frostleaf alleine? Nee, ne, macht doch keinen Sinn. Jetzt hab ich alle. Ach, nur bescheuert. Die Sache ist, ich weiß gar nicht, eigentlich rein mathematisch müsste es besser sein, wenn man, ne, also halt, wenn man mehrere Helden hat, die gleich stark sind, dass man sich dann nicht auf einen konzentriert, sondern quasi alle verfügbaren Helden ein bisschen levelt, weil dann verteilt sich das Geld quasi auf die Helden, hat sich ja schon mal erklärt gehabt, ne? Die Sache ist halt mathematisch gesehen, wenn du halt, ja, die Sache, ich meine, ist es ja nicht ungefähr gleich, aber ich hatte mal damals dieses Beispiel gebracht, wenn du 25 zu verteilen oder 10 zu verteilende Punkte hättest, ne? Und zwei Objekte, auf die du die verteilen kannst und die Kräfte von denen quasi multipliziert werden, dann ist es halt besser, die Punkte auf den gleichmäßig zu verteilen, weil 1 mal 10 ist 10, während 5 mal 5 25 ist. Also die gleiche Punkteverteilung, aber das daraus resultierende Ergebnis ist besser. Und hier ist es halt so ähnlich, nicht gleich, weil die Kräfte zwar nicht multipliziert werden, sondern nur addiert werden, aber die Kraft pro Gold sinkt ja. Das heißt, die werden immer ineffizienter. Das heißt, je besser du die Kraft auf mehreren verteilst, desto weiter bleiben sie im effizienten Bereich. Und das kommt mathematisch aufs Gleiche raus. Ist zwar nicht so stark, aber der Effekt ist der gleiche. Von daher
sollte das eigentlich so funktionieren. Kann natürlich sein, dass ich damit einen Trugschluss auferlegen bin. Deswegen, falls es dem der Fall sein sollte und hier irgendwas, ne, ist, was ich nicht ganz bedenke, könnt ihr mir ja mal irgendwie das mal schreiben oder sowas. Aber soweit wie ich es verstanden habe, ist es halt so, wie ich es gerade erklärt hatte. Und wenn es so ist, wie ich es gerade erklärt habe, dann muss der Trick auch funktionieren. Das ist mathematisches Gesetz. So. Lalalala. Tarampapa. Davulavup. So, haben wir hier noch? Da müssen wir eigentlich soweit alles haben, oder? Ah, hier fehlt noch was. Schauen wir mal nach. Achso, ich hab jetzt hier noch gar nicht unsere, upsala. Können wir hier mal direkt, nee, ist zu teuer. 2E6. Ach fuck, ich wollte ja eigentlich auf 25 bringen, aber das wird halt viel zu teuer. Naja, kann ich die wieder auf 20 bringen. Ich glaube, alleine jetzt die drei Level waren schon zu teuer. Fuck. Na, Boss-Fight-Timer brauchen wir nicht. Also, oder anders gesagt, da machen die 5 Level-Unterschied keinen großen Unterschied. Macht voll Sinn. So, was wir aber hier machen können, ist das hier. Nein, bitte nicht 10.000. Das wäre ein bisschen heftig. 1. So, das wären 2E6. Das kriegen wir locker hin. 3E6. Ja. Dann machen wir einfach mal alle auf 4.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die alle auf 5.000 mache. Das würde ab. Nee. Das würde unser Ding für uns dazu sehr schmälern. 1, 2, 3. So, dann haben wir soweit erstmal alle, außer unseren komischen den hier. Aber alle anderen haben wir schon mal, das ist sehr gut. Dann gucken wir mal. 6E5 kriegen wir auf jeden Fall hin, auf jeden Fall hin, auf jeden Fall hin. Ich gehe mal bis auf 8 runter. Oha. Ja, das ist so. Ich hätte zwar gerne auf 1.000 gemacht, aber ich glaube mal, das wird zu teuer. Würde 3E6 kosten, also ich glaube mal, da verlieren wir hier mehr, als wir hier bekommen, prozentual gesehen. Macht also wenig Sinn. Meine Rede. Naja. So, ist das mittlerweile mein Tablet mal hochgefahren? Ja, sieht gut aus. Dann starten wir wieder mal Clicker Hero, wobei ich jetzt immer noch irgendwas aktiv. Google Sicherheitswarnung. Ach Gott, das wird ja schon wieder von mir. Ach du, möglicherweise wurde ihr Konto von Aliens angegriffen. So, wir können hier mal Autoklicker draufsetzen und dann können wir hier oben auf Masked Samurai draufsetzen. Dann haben wir da schon mal. Ne? Haben wir schon mal? Du warst eine halbe Stunde, ne? Ja. Noch 18 Minuten. So. Ja, wie gesagt, das hier mit 60 hat überhaupt nicht geklappt, hat man gesehen. Da werden wir also noch einige Male senden müssen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das Verhältnis war. Das war doch irgendwie. Da war doch ein fester Faktor, den wir letztens rausgefunden haben, ne? Also immer wenn man das 10-fach an Hero Souls bekommt, steigt der Wert hier, glaube ich, um 5 an oder irgendwie so war das doch, oder? Ne, also quasi hier ein Anstieg von um 10 Ancient Souls bedeutet ein Anstieg von Hero Souls um das 100-fache. So war das irgendwie.
Nilo wurde. Ach so, ja. Ach Mann. Wenn ich weiß, was Nindo ist, das ist so eine Seite von Wieso. Es ist so eine richtig coole Seite. Nindo.de. Tada! Ne? Wer Wieso nicht kennt, der hat sowieso irgendwas verpennt. Da, der Typ. Also, den Typen muss man einfach kennen. Also, wie gesagt, der hat jetzt auch eine eigene Webseite gemacht, die ist relativ cool. Bringt mir zwar persönlich zwar keinen Mehrwert, weil das, was hier drin steht, interessiert mich halt persönlich nicht. Aber trotzdem ist die Seite an sich halt cool gemacht. Also, ich sag mal so, subjektiv bringt mir die Seite gar nichts, objektiv gesehen, definitiv geil. Erstens von der Gestaltung her. Ja gut, Animation hier, ne, so hier oben das ganze Zeug. Ich bin kein Fan von Animationen. Trotzdem sind die Animationen so schlicht gehalten, dass sie trotzdem positiv sind, ohne gleich komplett zu übertreiben. Vor allen Dingen stockert es auch nicht so. Ne? Es gibt ja auch Seiten, wo dann hier um so ein Werbebanner ist, der dann, wenn man runterscrollt, so rumzappelt. Das ist hier gar nicht der Fall. Ist halt wirklich richtig schön in HTML implementiert. Geht ja auch relativ simpel. Trotzdem machen es viele falsch. Genau. Und wie gesagt, es ist relativ übersichtlich. Man sieht auch keine Werbung oder irgend sowas. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön. Egal. Darum soll es gerade gar nicht gehen. Product Placement. Ja, genau das. Tja, das heißt, um hier auf 60 zu kommen, müssten wir dann quasi noch 6-mal das Zehnfache bekommen. Das wird aber hart nicht klappen, fällt mir gerade mal so auf. Vielleicht hätten wir doch einfach transzenden sollen. Ah ja, okay. Also egal, was hier rauskommt, egal welchen Wert wir erreichen, nächste Session wird, also nächste Folge wird auf jeden Fall transcended, weil bis 60 zu kommen wird auf jeden Fall nicht klappen. Das können wir mal ganz getrost vergessen. Ja. So, was ich jetzt aber gerne machen würde. Achso, ich sehe, hier können wir gleich mal ein bisschen was holen. Digga, ganz ehrlich, drei Hero Souls, ernsthaft? Das macht so überhaupt keinen Unterschied. Also wirklich null. Einfach null. Was soll der Mist? Tja, und wenn wir das Ding jetzt gewinnen, dann müssten wir eigentlich hier zum nächsten Level kommen. Wäre dann das erste Konto, was Level 2 erreicht. Yay! Was natürlich ganz cool wäre. Wenn mein Tablet mal langsam mal reagieren würde, wäre es ganz cool. Dann könnte ich ja auch den Boss hier besiegen, aber mein Tablet hängt schon wieder. Ach Gott. Modernste Technologie. Ja. Brauchst du noch 3 Jahre. Na gut. Hier wollte ich hin. So, das ist auch wieder. Na gut, immerhin ein paar Level Juggernaut, Klick-Kombo. Brauchen wir es eigentlich gerade gar nicht, aber Superklicks ist auch Schwachsinn. Click-Damage bringt uns auch nichts. Draw-Search, alles nur irgendwelche. Ja gut, 2 Level Babos. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Kann sich jetzt noch ein hochgeschätztes Tablet endlich mal ein bisschen hier ne? Ein bisschen reagieren hier? Hallo, hallo, hallo. Weg mit dir. Oh mein Gott. Und schon hat sich das gesamte Tablet verabschiedet. Sehr geil. So, bitte einmal du weg, danke.
das Ganze nochmal starten. Einfach weil es schön ist. Hallo? Danke. Gott, Alter. Fleck. Ja, Rubis sammeln ist natürlich so an uns komplett vorbei, ne? Gerade weil ich ja jetzt auch den Browser nicht mehr offen lasse, sondern ne, einfach immer nur ab und zu reingucke. Aber zumindest bin ich in dem Moment schon ein bisschen froh darüber, dass man jetzt hier rüber auch Dixabuchser bekommt. Leider sieht man nicht, wie viel man beim nächsten Mal bekommt, sondern ne, nur, wenn man es geschafft hat. Schau, wie Tweefight bringt ja gar nichts, wenn man da zwar nochmal kämpfen kann, aber der alte Schaden quasi wieder abgezogen wird. Das heißt, solange man nicht stärker ist als beim letzten Mal, bringt das genau gar nichts. Tja, wer weiß, vielleicht lege ich mir hier irgendwelche Fake-Kontos an, so noch 20 weitere Kontos, die ich einfach dafür benutze, hier gegen die Viechzimmer zu kämpfen. Werde ich natürlich nicht machen, einfach weil das definitiv nicht das ist, was irgendwie Sinn macht, in irgendeiner Art und Weise. Das wäre mir A, viel zu viel Arbeit, weil ich auch immer zwischen den Kontos wechseln müsste. Und B, einfach nur bekloppt, hallo? Ist einfach nur bekloppt. Sag mal. Hat sich jetzt mein Tablet komplett abgeschalten? Hallo? Hallo? Mein Tablet hat einfach einen schwarzen Bildschirm und macht einfach gar nichts mehr. Ah, es reagiert wieder. Oder auch nicht. Ja. Ach komm schon. Oh, Klicker-Hugel ist sogar noch offen. Und schafft es. Er hat so getan, als wenn er leben würde. Lebst du? Hallo? Hallo. Hallo. Ach Gott. Die Tablet-Version ist so kacke. Ich hatte gehofft, dieser Mam-Leak ist jetzt endlich mal raus, ne? Aber Version 1.E12 bei der mobilen Version ist immer noch genauso verbuggt wie die Originalversion. Also wie die alten Versionen auch. Das Ding müllt einfach den Arbeitsspeicher so extrem zu, dass es sich selbst komplett verabschiedet. Da brauchst du wirklich schon so ein modernes Tablet mit 8 GB RAM, damit du so ein Kack-Flash-Game ausführen kannst. Ich meine, hallo? Wie traurig ist das bitte? Ah, ja, gut, dann können wir das auf jeden Fall vergessen. Das wird heute gar nichts mehr. Und mehr können wir soweit auch eigentlich gar nicht machen. Oh, wait a minute. Oh. Alter. Dieses Tablet. Ah, yay! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. So, Immortal Raids, Fight. Und dann Fight against the Demon. Oh ja, es könnte klappen. Ja, 2000, ja. Perfekt. Besiegt. Schwupp und schwupp und schwupp und schwupp. Hä, was ist denn schon wieder los? Wieso war hier gerade ein Ausrufezeichen? Weil der schon wieder gestorben ist. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Ja. Okay, das ist natürlich... Ist das ein Traum, ey. Ist das ein Traum? So, egal. Wir können hier jetzt... 12 Rubies? Ah ja.
Collect Reward. Und damit sind wir Level... Achso, ich muss hier draufklicken. Ah. Level 2 und hab... Achso, wir haben jetzt 30, nicht 20. Okay. Level 2 Priester. Yay. Yay. Irgendwie so. Wow, wir sind der erste, der Level 2 ist. Yay, Hardcore. Woo. Sieht man eigentlich auch hier... Doch, hier, ne, hier ist so eine Rolle. Genau. Ja, genau, hier sieht man, wer viel Schaden gemacht hat. Das heißt, bald sind wir hier auf dem ersten Platz. Weil da müssen wir eigentlich 24.000 machen, ne? Also, sogar mehr als 25.000. 24.000 wären es, wenn es 8.000 wären. Aber wir haben hier so 8.640. Was ist das eigentlich für eine komische Zahl, Alter? Naja. Naja. So, kann ja mein Tablet mal wieder runterfahren hier? Bitte schließ dich. Ach Gott. Das Spiel einfach schon so rumspackt, dass es nicht mehr schließen möchte. Hallo? 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 Okay. Oh. Und das ganze Tablet hängt schon wieder. Sehr schön. So, gut. Dann sollten wir eigentlich soweit alles haben. Die ganzen Rewards haben wir eingefahren. Die von gestern haben wir sowieso schon eingefahren. Genau. Wie gesagt, also das hier bringt nach wie vor gar nichts, aber das hier bringt zumindest ein bisschen was, weil wir davon Rubine bekommen. Gut, wir haben jetzt gerade 12 Rubine bekommen, ist jetzt nicht viel, aber es wird da glaube ich mehr, je weiter wir im Level hier fortsteigen, voranschreiten. Wobei ich auch gar nicht sicher bin, ob ich überhaupt voranschreiten sollte oder ob ich das tatsächlich mal auf Level 3 locken sollte, weil, hat er jetzt schon gesehen, die Viecher werden stärker. Hä. Ich meine, gut, ich mache dafür jetzt hier auch mit dem Konto den dreifachen Schaden. Wenn ich bei den anderen die Belohnungen einfahre, die ich jetzt überabholen kann, machen die auch den dreifachen Schaden ungefähr. Von daher haben wir jetzt auch viel mehr Power an der Stelle. Aber man sollte es vielleicht trotzdem eher bedacht angehen. Ja, meine Rede. Wow. Gott, ich sehe gerade, stimmt ja, fürs nächste... Ach, genau das war das hier, wo wir letztens geguckt haben, ne? Genau, dreifacher Schaden und 3,5-fach Kosten. Eben. Alter, 2.100 ist mal eine Ansage. Ah, ich glaube, da werde ich das auf jeden Fall locken, weil dann, ich meine, gut, nicht auf Level 3, aber ich sag mal, spätestens bei Level 5. Ich weiß halt nicht, wie stark die, also wie die Stärke von den Viechern skaliert. Ne? Muss ich mal gucken. Jutchen, auf jeden Fall sollte das erstmal gewesen sein. Mehr gibt es hier erstmal nicht zu machen. Der ist auf gutem Niveau. Moment mal, hier oben war einer mit Level 25. Oh, da habe ich mich gerade verlesen. Oh Gott, haben denn alle Upgrades? Ja, da waren wir nochmal alle Upgrades kaufen. Dann haben auch alle Upgrades auf jeden Fall gekauft. Abgesehen natürlich von hier dem Zeug hier. Gut, dann sollte das doch erstmal soweit gewesen sein. Was wir hier natürlich machen, ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir könnten die zumindest mal auf eine neue Mission schicken. Wie heißen die denn? Genau, Söldner heißt das auf Deutsch. Genau, neuen Söldner holen. Wobei ich genau weiß, dass er auch in den 8 Stunden wieder sterben wird. Ja, was ist das für eine Scheiße, Alter? Das ist doch bekloppt, ey. Ne, nach diesen 3 Minuten jetzt hier, stehen wir wieder genau am Anfang. Wir haben wieder ein Merchandise und müssen dann wieder anfangen, neue Merchandise zu holen. Ich glaube, ich lasse diesen Tab einfach so, wie er ist. Und fasse ihn nicht mehr an. Ich bin zu bekloppt. Das ist ja total belämmert. So total belämmert. So.
Gutchen, dann würde ich mal sagen, mache ich noch die 2 Minuten oder nicht? Oder wie oder wer oder was? Eigentlich so zu machen gibt es ja nichts mehr. Von daher haben wir auch schon alles gemacht, was wir irgendwie machen könnten. Was sagt denn denn die Statistik? Oh, immerhin 20-facher Schaden ist jetzt nicht so viel, aber immerhin gut, einigermaßen, denke ich mal. Gar nicht. So. Man hat halt leider auch keine Vorstellung, wie das hier ansteigen wird, ne? Da hätte man ruhig viel noch so eine, ich sag mal, so eine Vorschau machen sollen, ne? Weil hier steht ja, ne, Transfer vor 30. Zero, hier hat man quasi eine Vorschau, wie viel man dazu bekommt. Aber hier irgendwie nicht. Da sieht man nicht, okay, wenn ich jetzt Transenten würde, wie hoch würde dieser Wert steigen? Diese Information fehlt irgendwie noch ein bisschen. Finde ich sehr schade. Sehr bedauerlich. Da. Yay! 6, 5, 4, 3. 50, 87. Mal gucken, ob du stirbst. Wenn ja, ist mir auch egal. Ganz ehrlich. Wenn ich 5 Söldner brauche, um einmal eine Goldquest zu machen, dann ist mir das auch komplett egal, ganz ehrlich. Gut, in dem Moment würde ich mal sagen, speichern wir mal ganz kurz. So oder so ähnlich. Ja. Und dann vielen Dank, dass wir mit Erpandora geflogen sind. Wir sehen uns denn. Zu gegebener Zeit später wieder. Denke ich mal. Bis dann.